Dann würde ich hier so Splitter hinbauen. Dann würde ich die da unten reinlaufen lassen. Oben ist ja erstmal egal. Das ist ja dann trotzdem, das ist ja ein großes Ding. Das gehört ja zusammen. Und das Gute ist, wir können es dann hinten rauslaufen lassen. Je nachdem, wo wir das dann halt brauchen, produktionstechnisch, ich weiß nicht, in welche Richtung wir dann nachher noch gehen werden, kann man dann aber Bänder rauslaufen lassen. Und produzieren. Eventuell. Falls sie das überhaupt so möchten. Ansonsten lagert sich, staut sich es einfach da drin und wir haben einen ganz großen Vorrat davon. Ist natürlich auch eine feine Sache. Jetzt müsste ich das... Ja, kommst klar mit der Welt, oder was? Aber guck mal hier, ist er ja. Boing. Boing. Oh, voll geil. Boing. Das ist jetzt sehr praktisch, dass der da drin steht. Oh nein. Komm. Oh nein. Ah, verdammt, daneben. Jo, alles gut. Ich spring nur auf deinem Rücken rum. Du alter Gummikollege. Boing. Ah, verdammt. Ich würde gerne wissen, wie hoch schaffe ich das? Wie hoch schaffe ich es zu springen? Ich glaube, ich bin jedes Mal ein bisschen höher. Nein, verdammt. Wieder abgerutscht. Naja. So. Jetzt die Frage. Optimieren. Das ist jetzt hier mein großes Problem. Ich müsste das alles durchrechnen. Ätz. Habe hier gar keine Lust drauf. Dass wir hier ja keine Ressourcen verschwenden. Das sollten wir nämlich natürlich nicht machen. Wie mache ich das? Also die ganzen Produktionsdinger, die könnte man ja hier in einer Reihe aufreihen, mehr oder weniger. Also da hinten schon mal so anfangen, hier in einer Reihe. Dann die Schrauben hier hinten. Also da auch die Stangen, dann die Schrauben hier vorne, dass das dann gleich weiter befüllt wird, sodass dann hier die Schrauben reinkommen. Hier die Stangen und hier die Eisenplatten. So hatte ich das jetzt auf jeden Fall mal geplant. Genau. Jetzt gucken wir wegen der Aufnahme. Ja, passt. Wenn ich jetzt... Also ich habe 240. Ne? Ja. 1, 2, 3. Bei 3 wäre ich dann bei 90. Und 4. Also ich könnte 4 davon machen. 4 Stück. Dann hätte ich 120. Dann hätte ich die ersten 120 weg. Für die brauche ich ja nur... die Hälfte. Das heißt, da könnte ich 8 Stück von machen. Und dann hätte ich die auch weg. Dann könnte ich 4 davon für die Ding nehmen und 4... Ja, dann passt das ja. Ist ja gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur nicht so trottelig anstellen, wie ich gerade. Gut. Das passt doch. Das ist doch sehr schön. Passt das platztechnisch? Können fast eng werden. Ich setze es lieber ein Stück vor. Sicher. So. Oh, da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das wäre ja ein Traum. Dann habe ich es ja endlich mal verstanden. Das freut mich aber auch. So, ich wollte hier ein bisschen Platz lassen. Vielleicht so. Jetzt habe ich es wieder so doof platziert, oder? Ah, wir gucken gleich mal. Ansonsten geht das dann nochmal weg. Sehen wir dann. 1, 2, 3,
Und 4. Ist wieder so blöd platziert. Ja, aber das sollte irgendwie hinhauen. Genau. Und dann hier drüben fange ich hier an. Gucken wir mal, ob das dann einigermaßen hinhaut. Auch hier würde ich wieder so ein bisschen Platz lassen. 1, 2, 3, 4. Wie viel Platz habe ich da gelassen? Das beschäftigt mich jetzt. Sorry, wenn ich das jetzt nochmal mache. Ich habe da jetzt irgendwie gepennt, habe vergessen zu zählen. Oh, das ist ätzend. 1. Eins. Zwei. Und 3, ne? Ja, 3. Ich will es symmetrisch haben, da, zu dem anderen da drüben. Und ich glaube, hier habe ich gepennt, hier habe ich das falsch gemacht. Eins. Zwei. Und 3. Ja. Oder? Oh, ich bin so unsicher bei sowas. Das ist fürchterlich. Das ist ganz, ganz schlimm. 1, 2, 3. So. Jetzt stimmt's. Und jetzt sind die halt falsch, ne? Okay. Gut, kein Problem. Die mache ich schnell weg. Dann setze die wieder neu. Dann haben wir es aber auch. So. So. Und so. Dann brauche ich hier gar nicht so großen Abstand machen. Weil die können einfach komplett ineinander produzieren. 1, 2, 3 und 4. Genau, da kommen hier die Schrauben raus. Hoppala. Da kommt da würde ich die Schrauben rausmachen. Hier würden die Platten rauskommen. Die Stangen müsste ich noch machen. Die müsste ich jetzt schon fast hier in der Mitte platzieren, ne? Ist halt platztechnisch ein wenig eng. Wie platziere ich die jetzt schön, dass das auch noch passt? Ich könnte die zur Not hier hinten platzieren. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja. Also Überlegung ist jetzt, ich kläre es kurz. Könnt ihr schlecht in meinen Kopf gucken. Das läuft dann hier lang über Splitter, die das dann immer da zack, 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 zack reinfördern. Und dann könnte ich genauso hier in die Richtung, dann kann ich das hier hinten, kann ich dann die Stangen produzieren. Und da lasse ich dann halt einfach ein Band irgendwie hier drüber laufen. Und ab hier kann ich es ja dann runterlaufen lassen und dann dahin. Die würden von dorthin gefördert und das wird von dorthin gefördert. Dann dürft's passen, dann müsst's hinhauen. Das heißt, ich müsste die jetzt hier hinten platzieren. Und zwar andersrum, damit es einen Sinn ergibt. Die Frage ist, mit wie viel Abstand mache ich das? Ja, ich sehe nichts. Ich glaube, so wird es besser.
Ja, das sollte reichen, ne? Oh, das mit dem Trick, hier mit STRG, ne? Mit dem Trick, das ist schon geil. Das gut, dass er mir das gesagt hat. Das macht es für mich wesentlich einfacher jetzt. Vorher war das ein richtiger Krampf für mich immer. So. Viermal. Das sollte passen. Dann brauche ich hier auch Splitter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Genau. Dann passt das ja sogar schon. 120 waren es. Da reicht das MK2-Band. Das kann ich hier reinmachen. Und das hier kann ich dort reinmachen. Schön ist anders. Naja. Das kann ich ja noch. Die sind auf eine unterschiedliche Höhe. Das geht gar nicht. Ich will das wirklich schön haben hier oben. Ich will, dass es einigermaßen symmetrisch aussieht. Und das ist es gerade nicht. Dann muss ich hier nochmal kurz ran. Splitter. Der sollte jetzt symmetrisch zu dem sein. Ne? Wie gesagt, der letzte wäre rein theoretisch unnötig, aber es sieht halt einfach schöner aus. Sieht halt einheitlicher aus. So. Gucken wir mal, wenn ich das jetzt so rauslege. Das ist immer noch unentschieden. Gefühlt. Egal, das kann man vielleicht später nochmal irgendwie schön anpassen. Erstmal will ich das irgendwie zum Laufen kriegen hier. Das läuft da rein, das läuft da rein. Dann nehme ich jetzt wirklich auch ganz halt MK2-Bänder. Ist eigentlich komplett überflüssig. Aber egal. Wenn es den beiden nachher nicht passen sollte, weil sie sagen, unnötig Verschwendung oder was weiß ich, können sie es gerne umbauen, können sie die Bänder gerne austauschen, können sie nachrechnen, da können sie sich dann austoben, dürfen dann alles überprüfen, was ich hier gebaut habe und dürfen dann nochmal alles nachrechnen, ob das auch wirklich stimmt. Ich bin mir zwar fast sicher, dass ich es jetzt soweit richtig habe und auch maximal ausgelastet habe, auf jeden Fall von der Menge her. Also ich dürfte, glaube ich, keine. Ich dürfte, glaube ich, nichts verschwenden. Es dürfte nichts Überschuss haben oder so. Den einzigen Überschuss, den wir nachher haben, der sollte in den Lagern sein. Das sollte alles ein Überschuss sein, was wir haben. Hier mache ich das. Dann drehen sie durch irgendwann. Dann gucken sie und dann sehen sie, ah, da hat er MK1-Bänder, da hat er MK2-Bänder, da hat er MK3. Dann drehen sie durch, dann werden sie wahnsinnig. Treib sie langsam in den Wahnsinn. So. Das sollte hinhauen. Das machen wir alles mal auf Schrauben hier. Da bin ich gleich gespannt, ob das gut läuft. So. Das müsste dann alles auf Platten eingestellt werden.
So. So langsam macht mir das hier richtig Spaß. Manchmal finde ich es ein bisschen anstrengend, diese ganze Nachrechnerei. Ich meine, das ist irgendwo Sinn und Zweck des Spiels. Aber so, wenn ich hier so ein bisschen rumexperimentieren kann und so, dann macht mir das schon richtig Spaß. Dann finde ich das schon klasse. Das fehlt mir aktuell so ein bisschen. Ich glaube, da muss ich mal gucken, ob es ist, dass wir das irgendwie so organisiert kriegen, dass ich da einfach ein bisschen mehr rumexperimentieren kann. Also wirklich rumexperimentieren kann. Und wenn es halt 3 Stunden dauert, dann dauert es halt 3 Stunden. Nur muss ich gucken, dass ich ja, alle anderen irgendwie beschäftigt kriege in der Zeit. So. Dann fusionieren wir den ganzen Spaß natürlich auch noch. So, das sollte reichen vom Abstand her. So. Und so. Hoppala. Hatte ich die jetzt auf Stange eingestellt eigentlich schon? Ja, hatte ich, okay. So, einmal hier lang. Und dann will ich auch gleich mal gucken, was Jamila da unten fabriziert hat. Ich höre es immer nur rumpeln. Ich höre immer nur bam, 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 bam. Irgendwas entsteht da unten. Geheime Projekte. Oh, ich könnte es hier zwischendurch laufen lassen. Voll gut. Das wäre richtig nice. Jetzt muss ich halt nur den richtigen Winkel erwischen, dass es auch einigermaßen gut aussieht. Und den habe ich natürlich nicht erwischt. Ich bin eins zu weit vorne, glaube ich. So. Nee, ich bin wieder eins zu weit vorne. Also ich bin jetzt genau auf diesem Gitter, oder auf der Kante von dem Gitter. Da muss ich eins weiter hinten dran. Also so war ich eben. So eventuell. Aber ich glaube, dann hänge ich in dem drinne. Also in irgendeinem hänge ich die ganze Zeit drinne, oder? Umso weiter ich weglaufe, desto besser wird es irgendwie gefühlt. Wir schauen doch mal. Nee, oder? Eventuell eine ganz kleine Abweichung. Ganz, ganz klein. Ist, ja, ist halt nicht gerade geworden. Ja, das Problem ist, wenn ich es gerade mache, dann hänge ich hier drinne. Beziehungsweise ich könnte... bis... Ja, dann hänge ich da halt drin. Auch egal. Oh, jetzt steht das Ding da. Ist nicht wahr. So. Dann hängen wir halt da ein bisschen in der Kante drin. Ich glaube, das kann man verkraften. Ich bin halt nicht perfekt, was soll ich machen? Gut, dann habe ich es ja fast. Dann habe ich es fast geschafft. Dann müsste ich hier nur einen Splitter bauen. So, den Splitter, den muss ich eigentlich nur perfekt zwischen rein platzieren. Gehen wir hier auf das Gitter. So. Das ist einfacher für mich. Und der müsste eigentlich ziemlich... Ja.
Ich glaube, wirklich perfekt platziert kriege ich ihn nicht. Ich gehe so auf das Gitter auf jeden Fall mal. Hier. So. Und so. Und da reichen dann die MK2-Bänder definitiv. Einmal so und einmal so. Einmal so und einmal so. Wie gesagt, da kann ich nachher noch ein bisschen Feinschliff machen, dass es dann schön aussieht oder so. Aktuell geht's und ein bisschen geschwungen hat eigentlich auch was. Geht. Komm ich auch gut mit klar. Hier müsste ich eigentlich alle fusionieren. Mehr oder weniger. Und dann einfach aus einem rauslassen und da reinlaufen lassen. Das sollte machbar sein. Fusionieren. Genau so. Aber vielleicht sollte ich den drehen. Dann könnte ich den hier so. Den so. Und den so. Und hier ist es eigentlich ganz einfach. Da muss ich alles nur in eine Richtung machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und den dann da raus. So. Da brauche ich auch erstmal die MK1-Bänder nur. Und hier mache ich wieder einfach, weil ich es kann, die MK2-Bänder. So, die kommen dann hier raus. Das hätten wir auch. Hier nochmal das schnell anschließen. So. Gut, den, hoppala, den mache ich jetzt einfach mal schräg. Wie gesagt, hier, der Schluss ist mir jetzt gerade mal ein bisschen egal. Da geht es mir jetzt darum, überhaupt zu gucken, dass es gut, dass es funktioniert. Und dann kann man das gleich immer noch ein bisschen schön machen und anpassen. So, soweit so gut. So, jetzt muss ich hier oben Strom hinpflanzen. Das machen wir auch direkt. Zwischen diese Fabriken hier würde ich da mal einen machen. Hier brauche ich ein bisschen mehr. Hier. Hier.
Soweit, so gut. Dann solltest du an den, du an den, du an den und du auch an den. Du gehst dann an den. Habe ich eigentlich meine Dinger nicht an? Doch, habe ich. Ich komme mir wieder so langsam vor. So. Den ganzen Dings machen wir da dran. Und den letzten. Den. Der passt da oben nicht mehr dran. Den mache ich hier unten mit dran. So, jetzt haben die alle Strom. Und werden versorgt. Und jetzt bin ich gespannt. Ich kletter auf die Kisten, ich will das beobachten. Jetzt bin ich gespannt. Platten. Stangen. Und hier müssten dann gleich Schrauben rauskommen. Sind noch so leichte Lücken bei der beim Transportieren. Ja, vielleicht müssen die jetzt auch erst wieder ein bisschen warm laufen. Schraubentechnisch geht nicht wirklich was voran, ne? Warum? Weil ich die hier nicht auf Ding eingestellt habe, auf Stangen, okay. Das war mein Fehler, okay, okay, okay. Habe ich die hier vorne auf Schrauben eingestellt? Ja. Ja. Gut, dann sollten auch Schrauben jetzt kommen. Ja, Großer, musst du jetzt hier lang laufen? So. Ja, da kommen jetzt auch Schrauben. Schön. Es wird produziert, geil. Läuft sogar relativ voll. Kann aber sein, dass der hintere dafür nicht so viel hat. Und dann läuft es. Ja, ich glaube, daran liegt's, ne? Ja. Gut, das heißt, der erste. Ja, das ist jetzt wieder dieses Prinzip: der erste läuft voll, dann läuft der zweite voll, dann läuft der dritte voll und dann kriegt der hintere ausreichend. Das muss jetzt ein bisschen warm laufen. Und dann haben wir eine perfekte Produktion an Eisenplatten, Eisenstangen und Schrauben. Und davon haben wir dann ganz, ganz viel. So. Schön. Freut mich. Habe ich das geschafft? Nice. Ein Erfolg für mich. So. Jetzt möchte ich aber gucken, was Jamila da unten gemacht hat. Oh, ich mach die Lampe aus. Wow. Oh, geil, mit Stahlträgern. Das sieht aus wie so Stahlträger irgendwie. Das sieht schon nice aus. Die Träger gefallen mir richtig gut. Voll cool. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen mit Umrandung.
voll geil. Dann kann keiner versehentlich in die Produktion laufen und sich verletzen. Wo bist denn du schon wieder? Du bist immer so schnell. Voll gut, habe ich noch gar nicht gesehen. Nice. Gefällt mir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und oben haben wir eigentlich jetzt die perfekte Produktion. Oben wird jetzt en masse produziert. Also wenn du Zeug brauchst, darfst du dich oben gerne an den großen Lagerräumen bedienen. Die sollten jetzt gut gefüllt werden. Wir produzieren jetzt auf jeden Fall weitaus mehr als vorher. Wo ist sie denn schon wieder? Bist du schon wieder hin? Ah, da hinten. Ah. Warum? Warum tust du sowas? Mich einfach in den Abgrund stürzen lassen. Hier entsteht eine Treppe. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, ja. Okay. Nice. Ja, wie gesagt, hier hinten, da muss ich später nochmal dran. Das sieht noch nicht so bombenmäßig aus, ne? Hoppala. Da bin ich noch nicht so hier zufrieden, dass das hier alles einfach so gerade, also schräg mehr oder weniger dahin läuft. Aber das müsste jetzt hier langsam alles volllaufen, oder? Der müsste doch jetzt immer mehr kriegen. Ja. Genau, der läuft jetzt ganz langsam voll. Da könnte man jetzt wieder nachhelfen, von Hand oder so. Ja, muss aber nicht sein, ne? Ja. Ich glaube, die Schraubenproduktion läuft schon sehr, sehr gut. Da wird ordentlich gestopft. Da habe ich fast zu langsame Bänder, kann das sein? 40? Ja, ich habe zu langsame Bänder. Ui. Das muss ich noch kurz austauschen. Ich werde jetzt nämlich auch gleich aufhören, soweit. Das passt. So. Und jetzt müsste das auch hinhauen. Jetzt müsste der, genau, jetzt produziert er auch, jetzt schiebt er das schneller vor. Jetzt haut das auch hin. Gut, das ist dasselbe Spiel, der muss jetzt auch erstmal hier warm werden. Der läuft jetzt hier auch langsam voll. Genau, 34. Jetzt müsste auf 35 gleich gehen. Oder? Ja. Genau, die laufen jetzt ganz, ganz langsam voll. Und dann produzieren die perfekt. Dann habe ich das genau richtig berechnet. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur mal rantrauen, ne? So. Jamila, wie sieht's aus? Ich würde aufhören. Wie sieht's bei dir aus?
Okay. Ich will dich da jetzt ja nicht in irgendwas. Natürlich ist sie schon fertig mit der Treppe. Und allem drum und dran. Natürlich. Aber nice. Nice, nice, nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, wir können hier unten drunter durchlaufen sogar. Das sieht ja richtig aus wie eine kleine Fabrik schon. Uiuiui, das ist gut. Ich muss sagen, wir sind ein gutes Team. Ein sehr, sehr gutes Team. Ich habe das alles super oben angeschlossen. Das läuft jetzt viel, viel besser als vorher. Und du hast das hier alles sehr, sehr schön dekoriert. Das aussieht wie eine kleine Fabrik. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Schön. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich. Gut. Würde ich sagen, machen wir einfach beim nächsten Mal weiter, ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mal eine andere Folge. Eventuell machen wir sowas vielleicht öfter mal, dass wir dann sagen, okay, ich baue mal und dann mache ich einfach mit Jamila mal hier einfach so ein bisschen Baufolge. Ich schuster dann irgendwas um. Jamila dekoriert alles schön oder ich helfe ein bisschen beim Dekorieren. Genau. Vielleicht machen wir das einfach mal so. Mal gucken, mal gucken. Wir werden sehen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.